Guten Morgen, liebe Fahrradfreunde. Heute, an einem kalten Novembertag, lade ich euch ein zu einer kleinen Runde zum Ohlsteinbruch. Die Rundfahrt ist etwa 16 Kilometer lang und beinhaltet ein 300 Meter langes Teilstück auf einem schmalen Wanderpfad, der eine gewisse Trittsicherheit erfordert. Aber ich denke, diese Hürde werden wir locker meistern. Packen wir es an! Auf dem Weg zum Bahnhof genießen wir den Ausblick über Schlüchtern mit seinem Wahrzeichen, den drei Türmen von Kloster und der Stadtkirche St. Michael. In diesem Heustadel haben wir vor über 50 Jahren als Auszubildende das Heu für die Pferde unseres Chefs eingelagert. Das hat damals Spaß gemacht. Am Fuße dieses bunten Hügels befindet sich der ehemalige Ohlsteinbruch. Musik.
Eine Allee aus uralten Eichen säumt unseren Weg dorthin. Nach circa 100 Metern auf diesem Wiesenweg führt ein Pfad rechts in den Wald hinein. Die nächsten 300 Meter im Wald erfordern unsere höchste Aufmerksamkeit. Die steilen Steinbruchwände, aus denen früher so mancher waghalsige Kletterer von der Feuerwehr gerettet werden musste, sind inzwischen von Bäumen und Büschen zugewachsen und kaum noch zu sehen. Nachdem wir die letzten Hindernisse überwunden haben, tauchen plötzlich wie aus dem Nichts die Gebäude der Brathähnchenfarm auf. Die alten Geflügelställe sind schon seit Jahren verlassen. Die rustikale Gaststätte ist aber immer noch ein beliebtes Speiselokal. Hinter dem Dach der Stallungen kann man den alten Ohlsteinbruch nur noch erahnen. Nach einer kurzen Besichtigung stürzen wir uns die steile Abfahrt hinunter nach Steinau. Am Ende der Abfahrt erkennen wir im Wald noch die Reste der Verladeeinrichtung des Steinbruchs, wo das Schüttgut in die Waggons gefüllt wurde. Und weiter führt uns der Weg hinab nach Steinau, von wo aus wir die Heimfahrt nach Schlüchtern antreten. Ein letzter Blick von der gegenüberliegenden Talseite auf die ehemalige Verladestation des Steinbruchs. So, liebe Freunde, eine kleine Radtour von 16 Kilometern geht zu Ende. Die Runde ist wirklich nur für Leute geeignet, die einigermaßen gut zu Fuß sind. Denn der Weg durch den Wald erfordert
eine gewisse Trittsicherheit. Am Ende des Videos blende ich euch noch einmal die Karte ein, damit ihr die Tour ohne Probleme nachfahren könnt. Ich hoffe, euch hat die kleine Radwanderung wieder gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Radtouren umschlüchtern. Tschüss und Ade, also bis zum nächsten Mal.